Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Elex. So, wir werden erstmal hier den Müll durchsuchen und alles mitnehmen. Plasmazellen liegen hier gerne mal rum, das ist ja normal. Wir reden jetzt mal mit den Leuten hier. Hi! Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein, mein Aufenthalt hier ist nur konsequent. Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke. Welches Talent? Welches Talent? Ich kann aus einem Satz Schnürsenkel, einer Büroklammer und Kleber alles fertigen, was man braucht. Natürlich nur, wenn mir keiner in die Arbeit reinquatscht oder mir sonst wie an den Kragen will. Was in der Kuppelstadt leider Alltag ist. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Kann es sein, dass der Berserker Brabak heißt? Genau von dem rede ich. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Alles klar. Guck mal kurz, was der hier hat. Bier, ja, Eisenerz, Schwefelbogen, die Zigarettenschachteln. Nichts, was ich gebrauchen könnte. So, ich würde zwar mich eher gern für die Berserker einsetzen, aber der Typ ist ein riesiges Arschloch, grob gesagt. Ja. Wegen Brabak. Mit dem bin ich schon fertig geworden. Ja, du vielleicht. Ich aber nicht. Solange ihn niemand davon überzeugt, mich in Ruhe zu lassen, geht mir der Arsch auf Grundeis. Wenn du ihn also dazu bewegen kannst, nur zu. Dann reden wir mal mit Brabak und sagen ihm, ey, wenn du nicht nochmal einen auf die Mütze willst, lass es. Weil der Typ ist jetzt nicht wirklich ein Typ, den man... Alles so klar, ihr habt mich voll erschreckt. Das ist kein Typen, den ich wirklich mag, muss ich sagen. Der hat nicht einen Splitter ehrlich verdient. Du hast hier nichts verloren. Oh, sorry, 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 sorry. Na sowas. Wo ist denn der? Ich habe jetzt keine Zeit. Alles klar, hast du halt nicht. Dann laufen wir mal da hoch. Hier müsste er sein. Hi. Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger spare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung. Okay. Schon erledigt. Es ist zwar, ich spiele gerade den Outlaws in die Hände, aber komm, der Typ ist ein riesiges... Ihr wisst ja schon, ich will es nicht nochmal sagen. Er hat das nicht anders verdient. Was willst du hier? Ja. Wegen Brabak. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich hoffe, du hast ihm nicht nur ins Gewissen geredet. Etwas deutlicher musste ich schon werden. Das wollte ich hören. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Hier, das ist für dich. Wer sich für mich einsetzt, den kann ich ja nicht mit leeren Taschen ziehen lassen. Ja, wir haben eine Seite hier zugespielt. Ich frage mich ganz ehrlich. Ja, so einiges. Hey, Paige. Mehr Waffen sorgen für mehr Sicherheit. Bis später. Die ist halt auch cool. Die Tuss ist halt auch cool, die Paige. So, ich würde sagen, dann unterhalten wir uns hier mal durch die Gegend, weil wir haben kaum noch Quests offen, leider. Ich bin gerade ein bisschen questlos. Und dass ich das mal sagen darf, ist echt ein Wunder. Irre ich mich oder schwankt die Leistung unserer Generatoren? Die B-Serie war noch nie zuverlässig, das weißt du doch. Ja, aber warum arbeiten wir dann überhaupt noch mit diesem veralteten Kram? Frag das doch einen der Techniker. Von denen erhältst du doch nie eine zufriedenstellende Antwort. Dann weiß ich nicht, warum wir überhaupt darüber diskutieren. Ich dachte halt. Du sollst nicht denken. Deine Laune möchte ich nicht haben. Ja, ja, Schluss damit. Ja, okay, warum benutzen die eigentlich noch die B-Serie? Das ist ja mal vollkommen veraltet. Verstehe ich nicht, warum die das machen. So. Okay.
Hallo Stadtwache, hallo Stadtwache. Hier hast du nichts verloren. Oh, sorry. Willst du wohl gehen? Ja, Entschuldigung. Ja, ist ja nichts verloren. Genau. Sieh zu, dass du verstehst. Ja, ist ja okay, Mann. Weitergehen, Zivilist. Lächerlich. Was geht hier so? Kann ich hier mit einem reden, der mir Quests gibt? Du siehst aus wie ein Questgeber. Ja? Gibt es etwas Dringendes? Wie du dir denken kannst, habe ich alle Hände voll zu tun. Diese Stadt regiert sich leider nicht von alleine. Darum entschuldige bitte, wenn ich kurz angebunden bin. Der Mensch braucht schließlich Führung, gerade an diesem Ort. Du bist also der Boss hier. Sagen wir der Einfachheit halber, dass ich die Stelle bin, an der alle Fäden zusammenlaufen. Aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Sonst landen wir noch bei der Politik. Und danach steht mir nicht der Sinn. Falls du übrigens von mir etwas erbitten willst, vergiss das. Wir sind gezwungen, mit unseren Rationen zu haushalten. Die Schutzsuchenden durchzufüttern ist eine logistische Herausforderung. Ich würde einfach alles verkaufen. Dann verteilt sich das schon von alleine. Seit wann hast du den Vorsitz über die Koppelstadt? Ich bin nunmehr 8 Jahre im Amt. 8 Jahre. Und einfach war es nicht, das kannst du mir glauben. Eine gewisse Neutralität zu wahren und zusätzlich den Alps die Stirn zu bieten. Bei Kalan, es gibt wahrlich angenehmere Posten, auf die man mich hätte setzen können. Ich finde es ja gut, dass die wirklich diese Kuppelstadt haben und allen Zugriff gewähren, also selbst Separatisten. Dann häng ihn an den Nadel. Und wenn dich jemand ablösen will? Dann soll er es wollen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und ich sage dir auch warum. Das große Konzil von Magalan liegt jetzt schon etliche Zeit hinter uns. Das ändert aber nichts daran, dass die Verträge für mich noch gelten. Es wurde beschlossen, dass wir Kleriker den Vorsitz zugesprochen bekommen. Wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, neutral zu urteilen und für die Sicherheit aller einzutreten. Dass wir aktuell mehr Strenge zeigen müssen, gefällt mir auch nicht. Aber anders können wir unsere Verpflichtung nicht erfüllen. Von den ganzen Dieben in dieser Stadt ganz zu schweigen. Gibt es hier viele Diebstähle in der Stadt? Viele ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, hier treibt sich eine organisierte Bande herum. Aber sicher bin ich mir da nicht. Mir wird immer wieder von Diebstählen berichtet. Aber ein Schuldiger wird fast nie gefunden. Ich habe für jeden Hinweis, der zur Ergreifung der Diebe führt, ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du also etwas weißt, komm damit zu mir. Ich mache dich zu einem reichen Mann. Wegen der Diebstähle? Wegen der Diebstähle in der Stadt. Die sind Hast weg. Hast du etwas herausgefunden? Noch hat niemand das Kopfgeld für sich eingestrichen. Wenn du also etwas weißt, dann gehört es dir. In der Kassion unter der Stadt gibt es ein Diebesgilde. Ja, aber die sind ja schon weg. Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter. Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst wurden. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das erfordern einfach die Umstände. Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Das, was ich dir sagen kann, ist auch das Offensichtliche. Wir sind ein Schmelztiegel der Völker. Früher, als man müde vom Krieg war, herrschte Ruhe. Und man konnte in Frieden miteinander leben und handeln. Aber jetzt herrschen nur noch Gier, Wut und Angst. Draußen herrscht Krieg. Und hier drinnen werden dir die Splitter aus der Hand gestohlen, wenn du nicht aufpasst. Die Welt spielt verrückt. Ist das Verhalten nicht typisch für die Menschen? Exakt. Darum sind wir Kleriker auch treu im Glauben. Dem Menschen mangelt es an Perfektion. Die ist unserem Gott vorbehalten. Nur wenn wir ihm nacheifern, können wir eine Ahnung davon bekommen, wie wahre Eintracht aussehen muss. Aber ich schweife ab. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie die Dinge stehen.
Die Berserker leben immer zurückgezogener, seit sie ihre Gesetze erlassen haben. Die Outlaws sind noch unberechenbarer als vorher. Jemand wie dieser Duke hätte nie die Macht an sich reißen dürfen. Und während die Alps ihren eisigen Hauch über die Welt jagen, suchen die abtrünnigen Separatisten bei uns Unterschlupf. Allesamt dunkle Vorzeichen, dass wir erneut einer globalen Katastrophe gegenüberstehen. Und wir stehen mitten im Zentrum. Entmutigend, nicht wahr? Oh, er hat ja recht mit dem, was er sagt. Gibt es etwas, wobei ich dich unterstützen kann? Wenn du helfen willst, dann gibt es da eine Sache, die zügig angegangen werden muss. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass die Stimmung hier aufgeheizt ist. Ein Windzug und all das, was wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, bricht in sich zusammen. Das gilt es zu verhindern. Erst kürzlich hat mir einer meiner Leute berichtet, dass die Outlaws eine Waffenlieferung erwarten. Das Letzte, was diese Stadt braucht, sind noch mehr Waffen. Schon gar nicht in den falschen Händen. Ich will, dass die Lieferung abgefangen und an mich übergeben wird. Ups. Wegen der Waffenlieferung. Jemand anders hat sie erhalten. Habe ich mich da gerade verhört? Jemand anderes? Solange dieser jemand nicht ich bin, ist die Sache nicht so verlaufen, wie ich es gerne gesehen hätte. Wenn du willst, dass etwas erledigt wird, dann mach es selbst. Egal, meine Männer werden ab sofort noch aufmerksamer sein. Ich hoffe, das waren die letzten schlechten Nachrichten, die du mir bringst. Ja, tut mir leid. Es war... ist schon erledigt. Wie viel schreiben? Lesen wir nachher gleich durch. Oh, guck mal, die darf ich mitnehmen. Da darf ich wahrscheinlich nicht ein. Tja, das ist ja nicht so gut gelaufen. Wenn ich mich denen anschließen will. Da fällt mir wirklich nichts zu ein. Können die mir doch bestimmt ein paar Quests dafür geben, oder? Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Wir gehen jetzt nochmal darüber zu dem, Oh shit. Nein, 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 geh weg. Du bist gerade auch in der Luft gelaufen. Ich hab's genau gesehen. Es war irgendwo hier, glaube ich, gell? Ja, wir setzen da mal den Marker. Wir gehen nochmal darüber. Kümmern uns um, ne? Deren Lager. Das super auffällig ist übrigens von Weitem. Als ob man das nicht sieht. Sagen, hey, wir haben das erledigt. Vielleicht sagen sie, hey, wie wär's, wenn du uns beitrittst? Dann sage ich, ja klar, warum nicht? Mach die ganzen Quests. Wir sind nochmal ein Level höher. Dieser starke Schlag mit dem Schild bringt gar nichts. Ich zieh das mal kurz aus. Ja, gib ihm den Rest. Danke. So. Noch ein bisschen Gefahr gesnackt hier. Komm, 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 komm. Oh, knapp. Jetpack, genau, das Jacket. Das Jetpack muss jetzt aufladen. So. So. Hi.
Frank ist frei. Und ich nehme an, das haben wir dir zu verdanken. Korrekt. Und da du keiner der unseren bist, erwartest du sicher eine Belohnung für diese Nachricht. Hier, als Aufwandsentschädigung. Danke. Wie lautet dein Einsatzbefehl? Seit in Tavar ein neuer Mann an der Spitze ist, hat sich die Situation verändert. Vor ihm hatte ein gewisser Baxter die Zügel in der Hand. Aber seit er gestürzt wurde, haben wir einen großen Informationsbedarf. Niemand von uns hatte diesen Kerl samt seiner Meute auf der Agenda. Und diese Lücke versuche ich zu schließen. Viel Spaß beim Versuchen. Bursche, fordere dein Glück nicht heraus. Ich habe wirklich keine Zeit. Okay, wir haben mit denen geredet. Der hat uns immerhin noch ein bisschen was gegeben. Propaganda. Nehmen wir einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwann mal gebrauchen können. Hey, Frank. Ich kann jetzt nicht. Der ist jetzt wieder da dabei. Okay, das können wir abhaken, dass das erledigt. Jetzt haben wir wenigstens noch 200 Splitter ergattert. So. Wir gehen jetzt mal wieder in die Hauptstadt. In der Hoffnung, dass da noch... Nö, ob wir da vielleicht ein paar... Ich will mich euch anschließen, Quest kriege. Außerdem sieht hier halt echt geil aus. Also die haben Schutz. Die wissen, was Schutz ist. Da kommst du nicht so leicht rein bei denen. Bring mir was bei? Bring mir etwas bei. Gut. Ach, das war der mit dem Schlösserknacken, Klauen und so weiter. Man glaubt nur zweimal. Waffen ausrüsten, Goldschmied. Ringe, Amulette. Nee. Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Ja. Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach durch die Treppe bei der Lavagrube rauf. Er ist meist irgendwo da oben. Das ist der Rüstungsschmied, der uns nichts verkauft. Ich weiß schon. Irena liegt einfach mal Elixir drum. Hi, alles klar? Nö. Wir gehen zum Hauptgebäude und gucken mal, ob es da irgendwelche Quests für uns gibt. Ich fühle mich gerade so leer ohne Quests, muss ich sagen. Ich kann gerade nicht. Nee, dann nicht. Wie sieht's mit dir aus? Ich kann jetzt nicht. Ich habe gerade keine Zeit. Nein, alle nicht. Okay, die haben alle keine Zeit. Relativ groß die Stadt aber. Um ehrlich zu sein, ich habe... Sieh mal einer an. Dass du hier neu bist, erkennt man auf den ersten Blick. Lass dich von den anderen hier nicht zu sehr einschüchtern. Die meisten sind netter, als sie aussehen. Ich kann auf mich aufpassen. Wenn das so ist, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was hast du für ein Problem? Ich bin hier für die Reparatur und den Aufbau einiger Roboter verantwortlich. Und genau darum geht es auch. Wir haben einen Aufklärungstrupp-Roboter losgeschickt. Allerdings scheinen sie eine Fehlfunktion zu haben. Sie greifen einfach alles an, was sich bewegt. Es sind bereits zwei meiner Kollegen hingegangen und versuchen, sie mittels Fernabschaltung unter Kontrolle zu bringen. Aber die lassen jetzt schon einige Zeit auf sich warten. Ehrlich gesagt sind mir die zwei auch egal. Was ich haben will, sind die KI-Chips der Roboter. Und zwar alle. Ich muss herausfinden, wo der Fehler liegt. Wenn das Problem bei allen Robotern hier besteht, könnte das böse enden. Alles klar. Ich bringe dir die KI-Chips. Sehr gut. Aber denk dran, du musst dich beeilen. Wer weiß, wie viele Roboter von diesem Fehler betroffen sind. Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn einer der Roboter hier im Hort plötzlich durchdreht. Und ich kann hier schlecht allen Robotern hier ihre Elix-Batterien rausnehmen. Dann wären wir völlig ungeschützt. Also mach keinen Umweg mehr. Und hol mir diese KI-Chips. Wo finde ich die Roboter? Okay. Also, die Roboter findest du am besten...
Wie erkläre ich das? Also, wenn du aus dem Hort rauskommst und du Luftlinie geradeaus läufst, dann läufst du links an ihnen vorbei. Aus dem Hort raus, ein klein wenig rechts halten, dann kommst du an eine Felswand. Da kannst du nicht einfach hoch. Also, weiter geradeaus und dann umdrehen. Weiter geradeaus. Aber in die andere Richtung. Ja, und dann müsstest du sie auch schon sehen. Alles klar? Nein, ich habe kein Wort verstanden. Also nochmal. Du läufst also aus dem Hort hinaus. Hältst dich ein bisschen rechts. Nicht zu viel, aber doch genug, um... Gib mir einfach die Himmelsrichtung. Ach so. Ja, gut, okay. Also, du musst nach Westen. Die Roboter patrouillieren auf einer Landebahn aus der alten Welt. Warum nicht gleich so? Die TUS ist der Hammer. Und sie ist angeleuchtet. Also, sie ist was Besonderes. Was haben wir hier eigentlich? Witzig. So. Das war die beste Wegbeschreibung meines Lebens. So, wo haben wir die denn? Da hinten. Okay. Warte, ist das... Norden ist eigentlich hier oben, oder? Je nachdem, wie die Map aufgebaut ist. Norden, Ost, Norden, Osten, Süden, Westen wäre hier links. Ja, ist okay. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da gucken wir mal, wer da sitzt und schauen mal weiter und so. Ja. Mal gucken, was die Kleriker so an Missionen für mich haben. Dann bis zur nächsten Folge.